Mit 85 ebenfalls noch sehr fit und sehr gesund ist Richards Österreicher eine Legende, quasi kann man schon sagen, der heimischen Jazz- und Unterhaltungsszene. 17 Mal beim Song Contest mit dabei und vor wenigen Tagen hat er eben seinen 85. Geburtstag gefeiert. Raten Sie mal wo? Richtig, auf der Bühne. Ich kenne ihn auf jeden Fall seit seinem 75er, weil den haben wir gefeiert. Könnte aber auch der 70er gewesen sein, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Ich habe ihn nie als Gitarrist und nie als Posaunist gehört, das waren ja seine ersten musikalischen Schritte. Ich kenne ihn, wie man in Wien sagt, mit dem Volkshobel, mit der grammatischen Mundharmonika und die hat er drauf. Er fordert schon, also, aber das finde ich aber auch gerade so schön, weil Jazz ist eine sehr komplizierte Musik. Richard Österreicher, Jazzmusiker, langjähriger ORF-Bigband-Dirigent, Komponist und Arrangeur, feierte gestern seinen 85. Geburtstag im Porgy & Bess vor. Ich war ja Schriftsetzer, 10 Jahre, und war eigentlich auch zufrieden mit dem Beruf. Habe aber schon Musik gelernt vorher. Und da ist dann bald mein Vater gestorben. Und das habe ich benutzt, um wieder Musik zu machen. Und in kürzester Zeit habe ich dann Schluss gemacht, wo ich gearbeitet habe. Und habe nur mehr gespielt. Zuerst habe ich nur mit Freunden gespielt, aber schon in Lokalen, wo sie halt das gemacht haben. Und plötzlich habe ich die Chance gekriegt, vorzuspielen im ORF. Und dort bin ich dann genommen worden. Swing-Musik war meine Musik. Es ist gekommen, weil die Amerikaner bei uns im Radio den Radio gekriegt haben. Und die Musik der Besatzungsmacht hat den Musiker geprägt. 70 Jahre Musik schaffen sind daraus geworden. Also ich kenne ihn nicht anders, als dass er immer sehr gentlemanlike und sich immer ein gutes Gefühl geben wollte. Und das ist auch immer gelungen und hat immer sehr, ist sehr komplimentös. Und das macht immer eine gute Atmosphäre. I can give you anything but love. Er mag schon gern das Improvisieren, er probt nur, damit es für ihn selber keine Überraschungen gibt und damit er die größtmögliche Breite hat, wo er sich dann austoben kann. Wenn er nicht die Musik hätte, egal welche Musikrichtung, da wäre ich gar nicht so streng, wäre er vielleicht nicht so alt geworden. Also ich stelle mir das bei mir auch so vor. Elias wird Kirschen für die Boxen. Ohne Kern. Ich habe ja auch gesagt, wie alt ist der? Ich habe es überhaupt nicht schätzen können, wenn man sich den Richie anschaut. Das ist unverändert schon seit Jahrzehnten. Ja? Und ich freue mich, dass es ihm gut geht. Ich freue mich, dass er wieder, sage ich einmal, nachdem er seine Frau verloren hat, dass er doch wieder zu sich gefunden hat. Der Jazz hat kein Alterslimit. Also zum Beispiel ein Hip-Hopper, mit 85 würde man es ihm sicher nicht mehr abnehmen, den Hip-Hop-Musiker oder einen Heavy-Metal-Musiker, aber im Jazz ist ja das Tolle daran, dass es kein Zeitlimit gibt. Richie Österreicher wird 85, auch von uns natürlich alles, alles Gute.